Ja, hallo, ich bin der Marvin. Ich mach's auch nicht so lang, weil die anderen haben mir schon alles gesagt. Ich will euch nur auf etwas aufmerksam machen. Ich komme ehemalig von Nahen Ost. Ich bin hier 1986, genau, bin ich hier nach Deutschland eingereist. Da war ich ein junger Bub, 17 Jahre alt. Hab den Krieg gesehen, hab meine Freunde sterben sehen. Hab Leid gesehen und bin hier als politischer Flüchtling eingereist, als meine neue Heimat. Ich habe hier die Bildung kennengelernt, bin zur Schule gegangen, habe Sozialarbeiter kennengelernt, habe mal die andere Welt gesehen, von der anderen Seite, wie man miteinander arbeitet. Und jetzt, mittlerweile, muss ich mit ansehen, wie genau das gleiche, absolut das gleiche System gefahren wird, was im Nahen Osten jetzt gefahren wird. Man hetzt die Menschen aufeinander, man tut Gruppen gegeneinander hetzen, um Kriege zu erschaffen. Und genau das passiert in Europa auch. Guckt euch Russland an, was ist da passiert? Mit Gaddafi, was da passiert ist. Und jetzt passiert das hier genauso, indem man einfach auch Flüchtlinge reinlässt. Ich meine, schön und gut, Flüchtlinge sind auch willkommen. Ich war selber ein Flüchtling, aber jetzt ist es ein bisschen anders. Ne? Zwischen diesen Flüchtlingen sind viele Radikale, dass man hier genau das gleiche System hier erschaffen wird, wie bei uns auch im ehemaligen Nahen Ost, was Nahen Ost war. Das war die Blüte vorher. Jetzt ist es nichts, es ist zerstört worden. Und genau das haben sie hier vor mit Europa. Die wollen das auch genauso zerstören, uns aufeinander hetzen, dass wir uns gegenseitig fertig machen, damit sie nichts machen müssen oder kaum was machen müssen. Ich bitte euch, verbreitet das weiter. Wir müssen mehr werden. Weil jetzt ist mir klar, worum es hier geht. Die Zerstörung der Welt und die Weltherrschaft. Das, was hier alle auch erzählen. Ja? Und ich kann das nicht mehr mit ansehen, dass das wirklich so abläuft. Dass unser Land zerstört worden ist von diesen Mächten hier. Was so schön war. Aber meine zweite Heimat werden sie nicht zerstören. Ich werde dagegen was tun. Oder wir müssen alle was dagegen tun. Ich hoffe, dass ihr das alles weitergibt, dass wir mehr werden und dass es endlich mal zu der großen Bewegung gibt. Dankeschön. Erstmal vielen Dank für alle Redner hier. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid, euch Gedanken macht, mit uns darüber redet. Vielen Dank an euch alle, dass ihr zuhört, mitdenkt, dass wir ein Zeichen setzen. Es gab auch viele Themen, wo wir wahrscheinlich verschiedene Meinungen haben. Es gab viele Themen, die angesprochen wurden. Wo man sehr ins Detail geht, wo verschiedene Meinungen kamen, aber wir leben in einer Demokratie. Und ich denke, gerade das macht uns aus, dass verschiedene Meinungen gesagt werden können, dass wir zuhören können, dass wir darüber diskutieren können und dass wir uns trotzdem mit Anstand und Würde behandeln können. Und genau das müssen wir erhalten und wir müssen uns auch wünschen, dass wir das finden, was uns allen gemeinsam ist. Und es gibt Sachen, die uns allen gemeinsam sind. Egal, ob wir zu gewissen politischen Themen verschiedene Meinungen haben, es geht auch darum, dass wir alle Frieden wollen. Wir wollen Frieden, wir wollen Rechte für die Menschen auf der Erde, wir wollen gleiche Rechte, wir wollen Gleichberechtigung, gleiche Bedingungen, wir wollen Menschenwürde für jeden. Und Frieden ist das Unabdingbare. Krieg ist der größte Verstoß gegen Menschenwürde, gegen Gerechtigkeit, den wir uns vorstellen können. Und genau deswegen bin ich sehr froh, dass wir alle da sind, weil wir alle gemeinsam ein Zeichen setzen können gegen Imperialismus, gegen Krieg und für vielleicht eine bessere Welt, als wir sie heute kennen. Vielen Dank, dass alle da waren und bis später. Um 7 geht's weiter. Dankeschön.